Ich begrüße euch zurück hier bei The Witcher 3 Blood and Wine. Ja, hier auf dem Weingut, dessen Probleme mindestens genauso zahlreich sind wie die Trauben auf den Reben. Nicht ganz, aber so ähnlich. Beim letzten Mal habe ich verwunderlicherweise die Aufgabe nicht mehr gefunden, die wir hier zu bekommen haben. Nämlich die Aufgabe, hier diese fünf Probleme zu lösen. Einvernehmlich in Beauclair. Nein. Papierkrieg. Nein. Wobei wir da viel Geld bekommen. Hier, Vermentin ist hier. Kümmere dich um die Probleme auf dem Vermentino-Weingut. 3 von 5, genau. So. Und ich will gar nicht weitermachen. Ich würde am liebsten jetzt einfach erstmal eine Stunde lang hier nur durch die Gegend laufen. Aber okay, die Pflicht ruft, die Pflicht von uns als Hexer, denn wir wollen dafür sorgen, dass die richtige Person in den Besitz dieses Weinguts kommt. Da sind nochmal 3 Windmühlen. Das hier sieht auch sehr interessant aus. Dann gehen wir jetzt mal hier so, den Pfad hier so entlang, hier hin. Von hier aus an den Windmühlen vorbei, hier runter zum Aufgabenpunkt. Dann haben wir da auch noch eine Aufgabe. Auf dem Weg dahin würde ich gerne das hier lösen. Auf den Spuren des heiligen Majoran. Der Bau der Statue. Ah ja. Vermutlich Nummer 2 von 3. Okay. Das heißt, wir folgen der Straße hier. Wir folgen der Straße hier. Und ich hoffe, euch stört es nicht, dass wir jetzt eine kleine eine kleine Nachtwanderung unternehmen, aber auch das muss einfach mal sein. Und dort ganz vorne sehen wir den Palast von Toussaint. Den Palast der Herzogin. Einfach super. Ich bin gespannt, ob wir auch noch diese ganzen Banditen hier jagen können, von denen wir die ganzen Steckbriefe überall finden. Scheint ja richtiger Halunken zu sein. Coronata. Pfui. Allesamt Hunde. Bitte was? Die haben ja hier eine Laune, oder? Meine Güte, so durch die Nacht zu laufen. Okay. Orientieren wir uns jetzt mal in Richtung der Markierung. Ach ja, ach ja. Ich bleibe aber dabei, dass unsere gute Besitzerin des Vermentino-Weingutes definitiv die Person wäre, die es eher verdient hätte, in Besitz des Weingutes zu kommen. Weingut Castel Revallo, das ist das doch, oder? Um dieses Weingut hier geht's doch, meine ich. Oder täusche ich mich da? Das hier wird doch versteigert, oder? Wir können es hier ohne Probleme nachlesen. Rein Interesse halber. Weingut Toussaint übernehmen würde. Beschloss Geralt dennoch, Matilda de Vermentino zu helfen, die Probleme auf ihrem Weingut zu lösen. Auch wenn das bedeutete, sich Liam de Coronata zum Feind zu machen. Ja, ich mag den nicht. Der war mir so unsympathisch, der Kerl. Tut mir wirklich leid, aber der war mir total unsympathisch. Moment. Hier, nee. Hier steht nur, wer das älteste Weingut Toussaints übernehmen würde, beschloss Geralt dennoch Matilda. Okay. Ja, wie gesagt, der Kerl ist mir total unsympathisch. Ach, und seht mal. Nachts feiern hier die ganzen Feldarbeiter. Das ist ja der Wahnsinn. Mit einem riesigen Läuterfeuer. Und das sind so ganz große Momente hier bei The Witcher. Ach ja, ach ja. Wir laufen mal ein bisschen. So, ein bisschen querfeldein, oder? Ein ganz kleines bisschen. Hier durch die Weinfelder. Ich hoffe, man ist nicht sauer, dass wir ein paar Reben zertreten. Und, über den Fluss drüber. Sehr schön, Geralt.
Und hier haben wir wieder diese großen, großen Wiesenflächen. Ich hätte echt gedacht, dass hier im nördlichen Bereich ein riesiger Wald ist, aber ja, da sieht man mal. Und hier haben wir bloß einen kleinen Unterschlag mit schlafenden Bauern. Ja, und ich dachte, hier wäre etwas Sehenswertes. Okay, dann eben nicht. Ich habe nicht gerade mit schnarchenden Bauern gerechnet, aber okay, die muss es ja auch geben. So, ja, dann auf zur Aufgabe, oder? Orientieren wir uns hier rechts. So, dass wir an den Windmühlen vorbeilaufen, denn die sehen so super aus. Auch die will ich mir ansehen. Und dann sind wir auch schon so gut wie bei der Aufgabe. Wow. Ach, seht mal. Ich liebe, liebe, liebe... Vier Mühlen. Ah ja. Ich liebe diese Sonnenblumen. Einfach wunderschön. Ein, zwei, drei, vier. Tatsächlich, vier Mühlen. Ach ja, ach ja. Diese Sonnenblumen. Vor allen Dingen in Velen gab es ja dieses riesige Sansretur-Tal. Okay. In Velen gab es ja dieses riesige Feld, das komplett aus Sonnenblumen bestand. Das sah so super aus. Einfach wunderschön. Aber okay. Hier vorne ist das nächste Problem des Vermentino-Weinfelds, auch wenn es schon sehr, sehr, sehr weit abgelegen ist. Ach, das sind die Pflanzen. Ganz ehrlich, kann ich meditieren? Nee. Wir warten mal eben, bis der Kampf vorbei ist. Genau. Meditieren mal eine Stunde oder zwei. Ja, zwei. Bis Mitternacht. So. Denn jetzt haben wir neue goldene Pirol-Flächen und können uns immun gegen Gift machen. Und das, wie ihr wisst, hilft extrem gut bei den Viechern. Denn wenn sie Schaden machen, dann ist das Giftschaden. So. Diese mistigen Mistviecher. Meine Güte. Aber warum sind die hier auf einmal aufgetaucht? Ach, seht mal. Schwerer Messingschlüssel, Brief auf elegante Briefpapier. Und Fistech. Hm. Ein Brief und ein Schlüssel. An einem solchen Ort? Interessant. Fürwahr, fürwahr. Lies diese Anweisungen sorgfältig durch, denn ich dulde kein Versagen. Erscheine morgen am abgesprochenen Ort und hol die nächste Lieferung Setzlinge ab. Wir müssen unsere Anstrengungen erhöhen, Vermentino zu infizieren. Sei unbedingt pünktlich, denn die Gruppe aus dem anderen Weingut wartet. C. Ja. Ganz kurz für den Hinterkopf noch einmal. Der Gegenspieler von unserer guten... Moment. Mathilda ist nämlich natürlich Coronata. Ja, C-Punkt. Erklärt sich von selbst. Offenbar versucht jemand, Vermentino zu sabotieren.
Aber der Brief verrät nicht, wer es ist. Ich muss mich weiter umsehen. Vielleicht finde ich es heraus. Na komm, Geralt. Es ist schon recht eindeutig, oder? Aber okay, Geralt hat recht. Genau wissen tun wir es noch nicht. Oh Mann, oh Mann. Aber Moment, wofür war denn jetzt der Schlüssel? War das vielleicht eine neue Aufgabe? Nö. Okay, daneben nicht. Glühendes Erz. Teilweise sehr, sehr gute Gegenstände, die man hier finden kann. Okay, damit bleibt noch ein letztes Problem, beziehungsweise eine letzte Sabotage, wenn wir es mal wirklich sagen wollen. Ich denke mal, das ist offensichtlich, dass sich beide gegenseitig hier gewisse Probleme zugeschoben haben. Hallo Plötze. Da weder der eine noch der andere dem anderen jeweils, das Wein gut gönnt. Furchtbar. So, durchsuche. Oh. Nicht so schnell, Plötze. Okay, die optionale Aufgabe ist sehr interessant. Wir sollen das andere Weingut nach Hinweisen bezüglich Sabotage untersuchen. Okay. Reiten wir erstmal hier zum Anschlagbrett. Reiten von da aus dann hier zum Problem bezüglich des heiligen Majoran. Und dann werden wir uns auf jeden Fall auch noch hier das Weingut ansehen, denn scheinbar findet dort eine genau solche Sabotage statt wie auch hier. Ich sag ja, beide haben das Weingut irgendwie nicht wirklich verdient. Gute Idee, Geralt kauft es. Klingt doch super, oder? Vorsicht! Sowas sagt man aber nicht. Uah. Hallo, liebe Soldaten. Hallo, Wachhund. Das hört man gerne. Glaub mir, in Wählen ist gar nichts in Ordnung. Na, komm schon durch da. So. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, in Wählen durch das Niemandsland zu laufen. Über Schlachtfelder. Der Tod als ständiger Begleiter. Weingut Castell Ravello. Das ist ein Weingut, das riesige. Wow. Okay. Ist das zufällig dieses große alte Weingut? Oh, wow. Oh, wow. Adlige natürlich. Was haben wir hier? Zusammenstellung einer Expedition. Alle, die auf der Suche nach Ruhm und Ehre sind, lade ich ein, am 17. Tag jeden Monats auf den großen Markt zu kommen. Ich möchte in guter Gesellschaft ins Abenteuer ziehen. Wir werden bestimmt unzählige Damen in Not beistehen und viele Unterdrückten helfen. Tourment de Briord oder so ähnlich. Okay. Frauen, behaltet eure Männer im Auge. Guter Ratschlag. Oben auf dem Luxfelsen wohnt eine Hexe und sie verdreht den Männern die Köpfe. Ich weiß nicht, was für Hexerei das Flittchen betreibt, aber seit mein Alter bei ihr war, erkenne ich ihn nicht wieder. Ich warne euch vor der Hexe vom Luxfelsen, eine besorgte Ehefrau. Ah ja. Achtung! Wie weitläufig bekannt haben die Eigentümer von Coronata jahrelang Wein zum Schleuderpreis verkauft, was zum Bankrott vieler kleiner Weingüter geführt hat. Aber jetzt haben sie dem Fass endgültig den Boden ausgeschlagen. Sie haben unzählige Raupen nach Vermentino gebracht, die dort die Weinreben auffressen. Das werdet ihr noch büßen, ihr bösen Männer. Eichenholz aus Beauclair zu verkaufen. Wer Eichenholz sucht und dafür keinerlei Formalitäten benötigt, dem kann ich helfen. Fragt nach Philippe in der Wakani-Sägemühle. Gesucht Meisterzauberer. Ich suche einen knallharten Mann, der sich beim Anblick von Zauberei nicht in die Hose macht und einer Hexe eine ordentliche Abreibung verpassen kann, wenn es darauf ankommt. Du findest mich beim Holzfäller in der Nähe von Fuchstal. Mein Name ist Jakob und ich fälle Holz. Alle Idioten, die sich für besondere Witzbolde halten, warne ich. Die Zeit der Witze ist vorbei. Jakob Holzfäller von Fuchstal. Ah ja. Achtung Monster.
In der Nähe der Friedhöfe sind Bargästen gesichtet worden. Deshalb ist es ratsam, dass die Arbeiten in den Weinbergen vor Einbruch der Dämmerung nach Hause gehen. Die Arbeiter, Entschuldigung. Am besten in Gruppen. Außerdem wird empfohlen, sich von Friedhöfen fernzuhalten. Das Nichtbefolgen dieser Sicherheitsmaßnahmen kann schlimme Folgen haben, wie beispielsweise mentale Traumata, schwerwiegende Verletzungen und sogar zerrissene und verschlungene Menschen. Also den Tod. Naja. Nicht erkundeter Ort, okay? Rittergeschichten. Würde ich gerne machen, aber ja, wir haben momentan hier andere Aufgaben zu erledigen. Meisterzauberer. Kennen wir bereits. Lass mich raten, wir werden Meisterzauberer. Und lass mich raten, hier kommen wir nicht rein. Schade. Das ist dieses große Gebäude, das wir schon so oft gesehen haben. Kräuter aller Art. Na hallo? Das ist ja interessant. Willkommen, Wanderer. Brauchst du vielleicht Kräuter? Johanniskraut gegen Bauchweh oder... Da würde ich doch Weidenrinde oder Iriswurzel vorziehen. Johanniskraut kann Schwindel und Übelkeit verursachen. Vergib, du siehst gar nicht aus wie ein Kräuterkundler. Wie sehe ich denn aus? Und kann der Schein nicht täuschen? Ich bin nicht auf der Suche nach Pflanzen, die sowieso überall wachsen. Ich brauche seltene Sachen. Hast du sowas oder soll ich weiterziehen? Das musst du wohl selbst beurteilen. Geralt, also das war jetzt aber mal ein sehr, 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 sehr forsches Auftreten. Ja, nichts für ungut. Nichts für ungut. Kein Problem. Ich sollte mich entschuldigen. Ich habe dich nach deinem Äußeren beurteilt. Sag, woher hast du dein Wissen? Habt ihr einen Kräuterkundler in der Nähe? Nein, das habe ich weit weg gelernt. In Kaer Morhen, im Norden von Kaedwen. Götter, das ist ja am anderen Ende der Welt. Was verschlägt dich nach Toussaint? Mein Beruf. Ich töte Monster. Tolle Beschreibung, ich töte Monster. Ja, dann zeig mal deine hoffentlich seltenen Kräuter. Zeig doch mal, was du hast. Jetzt bin ich gespannt. Vor allen Dingen die Arme. Ich meine, die lebt hier auf einem Weingut. Ich habe das jetzt sowieso von vornherein für so eine Art Hofladen gehalten und dann fährt Geralt die in gewisser Art und Weise so an. Ein bisschen gemein, oder? Okay, was hast du denn Schönes? Wiederherstellungstrank, ja, Trank der Leerung. Also schon gute Alchemiegegenstände auf jeden Fall. Reliktöl, Mondstaub, ja, also. Ist schon in Ordnung, oder? Ja, ja, ist in Ordnung. Ist angenommen. Na gut, auf Wiedersehen. Ich bin weg, bis dann. Was für ein herrliches Aroma. Ihr wisst ja, ich muss Zeiten aufschreiben, bei denen Störgeräusche entstehen, wenn zum Beispiel riesige, riesige Fahrzeuge an meinem Fenster vorbeirasen. Natürlich hier im Stile von The Witcher nur große Kutschen, was anderes gibt es hier natürlich nicht. So, Spaß beiseite. Es ist verdammt riesig hier. Ich meine, das Weingut besitzt eine eigene Kräuterhändlerin. Das hat so die manche Stadt nicht mal. Und das hat hier einfach das Weingut. Holz, Becher, Strickleiter. Mahakamer Schnaps, redanischer Kräuterschnaps. Können wir alles gut gebrauchen, um später wieder neue Tränke herzustellen. So. Aber was ich gerne machen würde, ist nicht Verbena sammeln, sondern in Richtung des letzten Problems von Vermentino aufzubrechen. Beziehungsweise auf dem Weg dahin wollte ich ja eigentlich auch noch die Problematik rund um die Statue lösen, oder? Das ist ja auch gleich hier. Und dann können wir auch gleich diesen Ort hier mitnehmen. Da können wir direkt so hier hinlaufen. Ist nur die Frage, wie wir hier in der Richtung irgendwie herauskommen aus dem Weingut. Boah, das ist eigentlich ein wunderschönes Gebäude, oder? Ah, dann hier der Garten. Ist schon nicht schlecht hier, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Okay, ich würde sagen, wir gehen wieder vorne raus, wo wir reingekommen sind. Es sei denn, man kommt da oben raus, aber
Daran wage ich zu zweifeln. Ja, verschlossen. Das stand da doch schon. So, das heißt, wupp, was war das denn? Aha. Seine kaiserliche Majestät M hier war ein M-Reis, das kennen wir schon. Ich finde das sehr gut gemacht, dass die Bücher jetzt wirklich auch markiert sind. Hat man sie gelesen, hat man sie nicht gelesen. Und vor allen Dingen auch, dass man sie jetzt durch Drücken des rechten Sticks direkt durch diese Schnellmöglichkeit öffnen kann. Alles sehr, sehr, sehr benutzerfreundliche Veränderungen. Finde ich super. Das zeigt auch nochmal, dass sie sich wirklich dahinter gesetzt haben, das ganze Spiel noch benutzerfreundlicher zu machen. Und es hat funktioniert. Auf jeden Fall. Wie schön das Anwesen aber ist, oder? Ja, danke. Danke, danke. Du bist die Nächste, die sich das Biest holt. Warte nur ab, bis wir es persönlich kennen. Kein sehr tiefer Brunnen, oder? Oder ist das, geht das in die Tiefe? Nee, seht mal. Das ist aber kein tiefer Brunnen. Eine bloße Attrappe hier. So, okay. Da würde ich sagen, raus hier und einmal außenrum. Och, Plötze, du musst ein bisschen auf dein Gewicht achten. Das mit dem Springen klappt schon nicht mehr so gut. Mich täuschst du nicht, Hexer. Ich sehe, dass du ein Mörder bist. Ja, ja. Man merkt das hier auch wieder. Die Bevölkerung ist total zwiegespalten. Und Plötze ist so vernarrt in das Heu, dass sie nicht mehr kommt. Seht mal. Vollkommen egal, dass wir rufen. Hauptsache fressen. Na komm, Plötze. Nichts da. Mich täuschst du nicht, Hexer. Ich sehe, dass du ein Mörder bist. So, die Frage ist, ob wir jetzt einen günstigen Weg reiten oder ob wir lieber rechts hätten abbiegen sollen. Ich glaube, der Weg ist so ganz in Ordnung, oder? Schauen wir mal. Verdammt. Das sind Wildschweine? Bagges. Oh. Ich glaube, wir nutzen mal lieber Ken. Blaue Mutagene. Was für Mistviecher. Tja, so viel dazu. Geisterhafte Hunde, wollte ich gerade sagen. Geisterstaub. Okay. Was haben wir hier? Alistair Carnarvons Tagebuch und ein Schlüssel. 26. Juli. Wer nicht weiß, wo er graben soll, fragt am besten die alten Waschfrauen. Oder die alten Männer, die an der Straße sitzen. Die wissen alles. Ja, ich weiß, natürlich bedarf es großer Geduld und man muss die Spreu vom Weizen trennen, aber es gibt keinen besseren Weg, um sich über die örtlichen Legenden schlau zu machen. So haben wir Fuchstal gefunden, wo angeblich Tontöpfe aus dem Boden wachsen. Ja, das ist natürlich sehr gut, Spreu vom Weizen getrennt. 28. Juli. Wir haben bei Fuchstal den Teil eines Weinguts ausgegraben, oder was wir da fanden, waren keine... Aber was wir da fanden, waren keine Tontöpfe, sondern Urnen. Elfenurnen. Es sieht ganz danach aus, als sei das Dorf auf einem antiken Friedhof der A.N. Seide erbaut worden. Dieser Friedhof stammt nach meinem Dafürhalten aus der Zeit, als die ersten Menschen herkamen. Die Gräber sind womöglich voller Schätze. Die alten Elfen begruben ihre Toten mit vielen Kostbarkeiten. Wir haben schon ein paar Schmuckstücke ausgegraben. Wenn wir tiefer gehen, finden wir gewiss noch viel mehr. 12. August. Heute haben wir einen Aushub an einer neuen Stelle begonnen. Matthias fand eine herrlich verzierte Kamee im Boden und als er sie greifen wollte, merkte er, dass ein Skelett sie in den Knochenfingern hielt. Anselm begann, ihn aufzuziehen, aber das Lachen verging ihm rasch. Das Tal steckt voller Elfenskelette, Männer, Frauen, sogar Kinder. Die Knochen lagen chaotisch, Köpfe und Gliedermassen fehlten, Kinder war der Brustkorb zertrümmert worden. Was war hier geschehen? Klingt nach einem Krieg, oder? Aber Kinder, um Gottes Willen. 14. August. Eine weitere schlaflose Nacht. Blut, Schreie, Heulen. Ich wache schweißgebadet auf und sobald ich eindöse, geht es gleich wieder los.
ich ließ meinen Begleiter ein tiefes Loch ausheben. Da hinein werfen wir die verfluchte Kamee. Sie gehört in den Boden zu den Toten. Was ist eine Kamee? Ich weiß es nicht. 16. August. In der Nacht ist Matthias verschwunden. Niemand hat ihn das Lager verlassen sehen. Anselm sagt, wir sollten seinem Beispiel folgen und fliehen, solange wir noch können. Doch ich kann nicht einfach so gehen. Das Tal ist voller Gebeine. Anselm schrie mich an und nannte mich einen Irren, doch ich muss jemandem sagen, was wir gefunden haben. Angeblich hält sich eine Gruppe Archäologen von Castel Gropian bei den Thermesruinen auf. Der Rest ist blutbedeckt. Oh Mann, finde den Schatz, der im Lager der Schatzjäger versteckt ist. Oh, ganz schön viele Nahrungsmittel. Arme Seele. Er konnte die Leichen nicht einfach zurücklassen. Die Frage ist, wo führt uns jetzt der Weg hin? Nach da. Dann gehen wir erst hier das Problem der Statue lösen, oder? Ja, wobei, wir können ja mal ganz schnell zum Lager gehen, aber müssen wir hin und her laufen. Ist aber egal. Ich will jetzt nicht zwei Aufgaben gleichzeitig machen. Erstmal der Schatz und dann gehen wir in Richtung des Problems der Statuebauer. Elfenruinen. Ein Dorf auf einem alten Friedhof zu bauen, das ist auch recht graus. Oh Gott, das sind Gebeine, oder? Oh. Schöne kritische Treffer, seht mal. Der Schaden ist echt nicht schlecht. Oh Mann. Die waren aber schon sehr, sehr stark, oder? Die Sporen. Wie heißen die wirklich? Giftetzer, Monstersporen, Arschessporen. Verdammt starke Dinger, vor allen Dingen die hier. Kam mir stärker vor als sonst. Nee, schön anlassen. Waffenreparaturset, Malachit. Oh, sehr schön. Oh Mann, das sind sogar Elfenstatuen. In der älteren Rede verfasster Brief. Oh Mann. Ist das jetzt der Brief von den Elfen? Sei gegrüßt, liebe Mutter. Ich schreibe dir, wie versprochen, kurz vor Mideäte. Hoffentlich erreicht der Brief dich bei guter Gesundheit. Hier ist seit deinem Fortgang nicht viel Erwähnenswertes geschehen. Entgegen deiner Warnung kommen wir gut mit den Menschen aus. Es ist faszinierend, wie besessen sie vom Tod sind. Stell dir das vor. Was? Oh Gott. Kauil Foyon, stell dir das vor, hat Blood Knight gestanden, dass sie in den Müllerssohn Arnaut verliebt ist. Ich persönlich habe dagegen nichts einzuwenden, doch bei dir in Dol Blatana wäre der da undenkbar. Neulich besuchte ich das Grab von Maul Shalan. Ja, ich weiß, das hättest du nicht gut geheißen. Seit wann scheren sich die A.N. Seide um die Gräber ihrer Lieben? Doch unter Menschen zu leben bedeutet zwangsläufig, einige ihrer Gebräuche zu übernehmen. Jedenfalls erfuhr ich dort, dass die Menschen bei Kräven Karen ein Dorf bauen wollen. Schwierig. Mir persönlich macht das nichts aus, aber Blood Knight, du kennst sie ja, schrie Zeta und Mordio, das sei eine Entweihung und sie hätten einen der zahllosen wunderbar geeigneten Orte erwählen können, statt ausgerechnet diesen. Ich hoffe, dass sich dies nicht zu einem größeren Konflikt
auswächst. Wir haben es hier so gut. Rest unleserlich. Okay. Es war also nicht im Sinne aller Elfen, dass sie auf dem Friedhof ein Dorf gebaut haben, was auch verständlich ist. Toussaint-Ritterrüstung, Edelsteine, viele Kronen und Handschuhe.